Ich frage mich, ob die Eigentümer noch da sind. Ich auch. Oh, das sieht aber. Okay. Ein Holz, das ist doch geil. Oh, jetzt habe ich direkt das Holzlied im Kopf. Jemand hat Folgendes an die Wand geschmiert. Kein Versteck. Was? Kein Verstecken mehr. Wir sehen uns im Himmel. Oh. So. Das sieht doch super aus. Das sieht hervorragend aus. Es war eine super. Es war eine super Idee, hinzugehen. So, jetzt wieder Vorsicht. Wow. Ich brauche Medikamente für meinen Vater. Haben Sie welche? Nicht dabei? Oh. Ich habe leider nichts. Sorry. Bitte bringen Sie einige Bandagen oder Medikamente. Darf man hier durch? Hier ist wieder das Klau-Symbol, also einfach nur Scheiße. Okay, ich bin nicht willkommen. Ich gehe ja schon. Ja, der macht die Tür auch wieder zu. Okay, aber hier darf man sich bedienen. Wir kriegen tatsächlich das Holz zusammen. Das ist gut. Das ist gut. Okay, also das hier ist die Dead Zone. Oh, das sieht hervorragend aus. Ach, da ist wieder sowas. Hä? Wasser, okay. Gut, wir brauchen eine Säge, um hier weiterzukommen. Oder. Kommt man in den Keller? Nee. Man muss da rein. Hier, man muss hier in den Keller gehen. Oder kommst du nach oben? Nein, du kommst nicht nach oben. Schade. Dass man irgendwie oben rum rein könnte. Okay. Oha, habt ihr das gehört? Da flackert es auch auf. Ja, dann ist hier, glaube ich, nicht mehr zu holen, es sei denn, wir legen die beiden um. Dann war es das. Aber wir haben auf jeden Fall schon Teile gefunden, das finde ich sehr gut. Renn zum Ausgang. Immerhin, Bruno ist zurück. Tag 24. Was für eine Nacht. Oh ja, und wir haben wieder niemanden umgebracht. Oh nein! Ah, jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine Bande abgehärteter Diebe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Sweater wurde verletzt, aber die Angreifer, da fehlt ein Komma, haben nichts gestohlen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Mehr haben wir nicht. Sweater wurde leicht verletzt. Okay. Ich glaube, jetzt muss ich doch. Oh, ein Bio-Eintrag. Sekunde. Einmal kurz für euch pausiert, damit ihr das lesen könnt. Sie ist leicht verletzt. Sie kann sich bandagieren. So, und er 26 Holz. Da muss ich jetzt zwei herstellen und den beiden mal was Vernünftiges kochen. Und wir stellen einen erstmal her. Und das darfst du auch essen. Du bist bandagiert, du wirst also wieder.
gucke ich noch mal kurz, was wir für die Sachen brauchen. Ich glaube, das eine könnten wir schon. Könnten wir schon bauen, glaube ich. Nö. Weil die Teile fehlen. Mann. Okay. Das heißt, es fehlen. Ja gut, hier fehlt auch noch ein bisschen Holz. Aber auf jeden Fall die Bestandteile. Gut. Ach so. Blick auf die Uhr. Oh je. Schon wieder fast eine halbe Stunde dran. Ja. Okay. Es wird kalt. Wir haben plus 2 Grad und wir haben noch gar keinen Ofen gebaut. Das ist nicht so geil. Kein Wunder, dass die nicht mehr fit werden. Was ist das denn? Unsere Mutter ist krank. Bitte helfen Sie uns. Wir leben einige Blöcke von hier entfernt und unsere Mutter ist sehr krank. Sie braucht Medikamente. Hätten Sie vielleicht welche übrig? Ohne Ihre Hilfe wird sie sterben. Jetzt, da Papa mitkämpft, haben wir nur noch unsere Mutter. Helfen Sie uns bitte, sie zu retten. Wir brauchen 2 Medikamente. Haben wir 2 Medikamente? Warte eine Sekunde. Wir haben sogar 3. Da überlege ich gar nicht. Das kriegt ihr. Schnell, lass uns die Medikamente zweimal bringen. Ja. Bio-Einträge. Doch wir haben das Richtige getan, exakt. Und du. So, wie geht's euch beiden? Soweit ganz gut. Jetzt habe ich die Kinder ganz rausgebracht. Gut, wir machen noch eine Nacht. Ihr beide geht wieder schlafen. Obwohl, du kannst doch mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Nicht so viel. Unser großes Problem ist tatsächlich, dass wir keine richtigen Waffen haben. Wir brauchen eine kaputte Waffe, die wir aber zum Verrecken nicht finden. Da ist eine Axt. Zum Verwenden, was? Zum Zerkleinern von Möbeln oder Leuten? Ja, das ist nämlich die Frage. Fangen wir jetzt an, wirklich aggressiv vorzugehen oder nicht? Ich halte da ja eigentlich nicht viel von. Noch sind wir irgendwie rumgekommen. Aber das Spiel macht es einem nicht leicht. Und die Kriegszeit ist nun mal nicht leicht. So. Plündern und du stehst Wache. Und Gefahr, 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 Gefahr. Was haben wir denn hier? Materialien, Medikamente, Waffen, Teile. Ist ja egal, wo du hingehst, du hast überall irgendwie jemanden. Das Messer lasse ich da, wir plündern. So, dass sie in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat. Was ist mit den Kindern geschehen? Waren wir nicht irgendwo? Ah, ne, im Krankenhaus war das, ne? Wo die Kinderstation vollkommen zerbombt wurde. Waffenteile, das ist doch schon mal nett. Und da. Wir sind keine Banditen. Waffe. Wir gehen mal ein. Denkt dran, wir sollen die Leute schützen, nicht ihnen schaden. Ja. Das ist sehr nett. Hallo. Du hast eine Waffe. Alter. Mach das nie wieder. So. Der hat uns nichts getan. Das heißt, wir dürfen sowas auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das ist schön. Das ist schön. Das nehmen wir auch.
Okay, wir nehmen alles und sortieren gleich wieder aus. Mal sehen, wo war ich? Hier sind eine Menge Flugblätter mit Propaganda. Auf einem ist ein Flugzeugsymbol und es steht geschrieben, bleibt weg von internationalen Hilfsabwürfen. Es könnte gefährlich sein. Meldet dem nächsten Stützpunkt der Rebellen alle Abwürfe. Wo ist? Sie lässt sich nicht öffnen. Okay, wir müssen unten rum. Hm. Damit die Rebellen das ganze Essen, die ganzen Abwürfe haben, also den Bürgern das nur vorgaukeln, oder sitzt die Regierung da wirklich und da ist das Stehlen-Symbol, das machen wir nicht. Huh! Okay. Ja, ich geh. Bitte nicht schon wieder erschießen. Versuch das nicht nochmal. Ahaha. Okay, darf ich hier rein oder werde ich hier auch erschossen? Ich habe Angst. Die ist abgeschlossen. Okay, ich komme hier also nicht rein, wenn ich nicht wieder anfange, alle kalt zu machen. Das machen wir nicht, aber wir haben schon mal ein bisschen was gefunden. Wir gehen zum Ausgang. Tag 25, es wird sehr kalt werden. Es hat geschneit. Oh oh. Bruno war auf der Suche nach Furin und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Bruno geht es offensichtlich nicht gut. Er könnte ein paar Tabletten vertragen. Mann, du kränkelst aber auch nonstop. Dann nimm die Tabletten. Und wir bauen jetzt mal dringend einen Ofen, glaube ich. Minus 2 Grad. Ich dödel, ey. Können wir eine Heizung überhaupt bauen? Da. Uns fehlen Bestandteile. Den Unterschub zu heizen, damit wir nicht krank werden. Wir können dafür Brennstoff herstellen, indem wir Holzbücher oder verschiedene Bestandteile verwenden. Okay, wir brauchen Bestandteile für einen Ofen. Für einen Ofen. Verdammten Ofen. Okay. Das heißt, das hier ist Nebensache. Wir brauchen einen Ofen. Und wir brauchen... Ich bin doof. 5 Bestandteile. Okay. Du bist wieder sehr hungrig. Fress eine Dose. Hungrig, krank, traurig, müde. Okay. Ach. Dann legst du dich wieder hin. Wir brauchen ganz dringend Bestandteile. Ganz dringend. Und du legst dich wieder hin. Ins kuschelige Bett. Na. Genug geschlafen, du hast dich nicht mal richtig hingelegt. Wache stehen, plündern. So, hier waren wir noch nicht, aber hier ist Gefahr. Sollen zwielichtige Gestalten dort Unterschlupf gefunden haben. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir dorthin gehen wollen. Mhm. Ohne irgendeine Waffe ist das sowieso ziemlich belämmert. Hier ist auch Gefahr, weil... Ah, okay. Warum war hier nochmal Gefahr? So, warte. Deserteure der Armee sich hier niedergelassen haben. Mhm. Okay, können wir denn noch bei den besuchten Sachen irgendwas abgreifen? Da waren wir ja schon, da können wir nicht hin. Ach, hier können wir schon wieder gar nicht hin. Da war das alte Ehepaar und das sind eh keine Sachen, die wir brauchen. Das Stadtkrankenhaus hat sehr viel von dem, was wir brauchen. Aber so ohne weiteres müssen wir es klauen und ein ganzes Krankenhaus stehen. Also wahrscheinlich werden ja alle dann auf uns drauf gehen. Das ist nicht so geil. Es ist alles irgendwie gerade nicht so geil. Hier am Tage beschießen und nachts offen. Aber sie sind unberechenbar. Wollen wir es wagen? Sie handeln gerne. Wir haben Zigaretten. Wir können ihnen was geben. Eine.
Dann qualitativ hochwertiger Drehtabak. Also wir hätten was. Ich möchte doch nur eine Pistole. Man fühlt sich einfach total unsicher, weil das Messer brauchen wir für sie. Und selbst, was willst du mit einem Messer gegen einen ausrichten, der dich erschießt? Also da kannst du auch ein Buttermesser schmeißen. Das macht überhaupt nichts, wenn du nicht gerade Kampfkünstler bist. Aber sonst, das nehme ich nicht mit. Wir haben schon zwei Spots dicht. Wir gucken mal, ob wir damit was anfangen können. So, ich weiß nicht mehr, auf wessen Seite sie sind. Ich auch nicht. Darf ich da dran? Das ist ja nicht stehlen. Pass auf, hier ist Sperrgebiet. Ich hoffe, du hast ein paar gute Sachen zu handeln. Ja, habe ich. Das ist nett. Und das? Warum nehmen die das nicht? Ich bin gerade ein bisschen perplex. Warum lassen die da Kugeln liegen? Also für uns sehr gut. Oh, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. So. Das heißt, ich darf da wahrscheinlich auch gar nicht hin. Der hat Waffen. Ach, der hat Waffen. Was nehmen wir denn? Eine Schrotflinte? Das ist doch keine Das sieht aber nicht aus wie eine Schrot. Dafür ist das hier viel zu lang. Oder eine Pistole. Also, lieber wäre mir ja die Schrot. Aber ich glaube, das, was wir anbieten können... Ja, genau, das ist wohl ein Scherz. Das denke ich nämlich auch. Kriegen wir die auch nicht? Das ist sehr großzügig von ihnen. Oh. Und das reicht nicht. Oh Mann. Okay. Und... So, das reicht nicht. Ach, okay, wenn ich alles abgebe, habe ich eine Schrotflinte. Aber es gehen ja alle Kugeln, ne? Munition für Schusswaffen. Oder reicht wirklich schon eine Pistole? Ich möchte lieber die Schrotflinte. Ah, jetzt bin ich hin und her gerissen. Eine Schrot ist schon ordentlich. Wir nehmen die Schrot. Handeln. Ja, haha. Darf ich hier durch? Achso. Nein, ich darf hier nicht durch. Okay, ich gehe. Ich darf komplett nicht. Ich darf auch nicht nach oben, ne? Okay, ich gehe ja schon. Ja, ich gehe. Renn zum Ausgang. Okay, da komme ich auch nicht weiter. Langsam wird es echt knifflig. Man hat das Gefühl, man muss echt alle Leute abschießen, um irgendwie weiterzukommen. Tag 26. Wir haben nichts für den Ofen, aber wir haben eine Schrot. Oh ja, es fühlt sich gut an, lebendig und gesund zurück zu sein. Das denke ich mir auch. Aber es ist arschkalt. Wir wurden ausgeplündert. Uff. Bruno war auf der Suche nach Vorräten. Ja, jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine ziemlich zähe Gruppe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Das Wetter wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Wir müssen mehr Leute als Waffen einstellen. Muss ich sie jetzt schon wieder verbinden? Wir haben nur noch einen Verbandswetter. Scheiße. Naja, dann muss ich mich das nächste Mal drum kümmern. Ich würde sagen, für heute reicht's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.